Herzlich willkommen im Mut, in unserem Mutstudio zur vierten Ausgabe der Mutviertelstunde. Sie kennen das hoffentlich schon. Wir freuen uns, dass Sie live dabei sind und Sie haben auch die Möglichkeit, in dieser Viertelstunde, die vielleicht auch ein bisschen länger dauert oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde dauert, wir nehmen es da nicht so genau, aber Sie haben da die Möglichkeit, live auch Fragen zu stellen und wir haben ja jede Woche einen Gast, also auch die Möglichkeit zu haben, diesen Gast ein bisschen näher kennenzulernen und dieser Gast oder die Künstlerin im heutigen Fall wird auch bei uns in der nächsten Saison im Mut auftreten. Und wir nehmen uns auch jede Woche ein bestimmtes Thema. Und das heutige Thema, das sich auch die Künstlerin und Schauspielerin und wunderbare Tatortkommissarin gewünscht hat, ist das Thema die Zukunft und wir. Liebe Adele Neuhauser, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön. Danke, ich freue mich auch. Ja, und ich denke, dass du vielleicht gleich mal aus deiner neuen Autobiografie, oder so neu, wann ist sie rausgekommen? 2017 ist sie gut, schon. Also es ist, also ist wirklich schon ein bisschen her. Deswegen, das ist auch dieses Exemplar, das ich bei jeder Lesung verwendet habe. Also es ist schon, jetzt fällt es bald auseinander, dieses Buch. Und aber sie wird uns zwei Passagen, du hier vorlesen. Genau. Also ich habe den Schluss gewählt für diesen kurzen Einblick in meine Autobiografie. Nur eine kurze Erklärung. Ich habe, wie ich angefangen habe, an diesem Buch zu schreiben, sind in kurzen Abständen aufeinanderfolgend mein Vater, meine Mutter und mein Bruder gestorben. Also hat der Tod auch einen sehr intensiven Platz hier eingenommen, aber der Tod auch aus meiner Biografie, wenn man so eintaucht, ich habe einige Selbstmordversuche hinter mir in jungen Jahren, aber jetzt lese ich den Schluss. Ich kann ohne Kunst nicht leben, weil sie mich im wortwörtlichen Sinn begeistert. Kunst ist für mich wie ein Dünger, der meine emotionale Beteiligung an mir selbst, an anderen und an der Welt immer wieder aktiviert. Kunst ist der beste Umgang, den man haben kann. Das Gehirn funktioniert nicht nur wie ein Muskel, den man nur zu trainieren braucht. Neues Wissen, neue Fähigkeiten erwerben wir vor allem dann, wenn wir emotional berührt werden, wenn uns etwas unter die Haut geht, wenn wir im Theater sitzen, uns einen Film anschauen oder ein Gemälde, entsteht im besten Fall diese Energie, an die ich so sehr glaube und die ich versuche zu leben. Diese Energie mobilisiert uns und sie lässt sich mühelos vermehren und weitergeben. Da gibt es diesen schönen Satz von Antoine de Saint-Exupéry, der uns auffordert: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Darum geht es eigentlich und darum geht es in der Kunst, um Energie. Solange meine Eltern leben, so dachte ich, möchte ich meine Geschichte nicht öffentlich machen. Da hätte einiges nicht erzählt werden können. Und nun, nach ihrem Tod, musste ich diese Episoden aus meinem Leben gar nicht mehr aufschreiben. Beim Erzählen meiner Geschichte kam die Erinnerung so richtig in Schwung. Wenn man etwas erzählt, wählt man wie selbstverständlich die Dinge, die man für wichtig erachtet und die einen auch selbst interessieren. Dabei hofft man nicht unbedingt auf Antworten. Was aber im besten Fall geschieht, ist, dass man weitere Möglichkeiten bekommt. Aber nicht nur das. Ich habe bemerkt,
dass Erinnerungen nichts Statisches sind, sondern etwas Lebendiges. Und dass mich das Aufschreiben meiner eigenen Erinnerung verändert. Zum Besseren. Das klingt vielleicht absurd, gerade wenn ich an den Tod denke, der mich in den beiden letzten Jahren so massiv herausgefordert hat. Doch dennoch weiß ich heute, da kommt noch so viel Schönes, das auch gelebt werden will und gelebt werden wird. Schön, ja, Sie haben ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich würde sagen, machen Sie das. Sie haben nicht so schnell die Gelegenheit, Adele Neuhauser wieder so nah kennenzulernen. Und noch was, wer uns schreibt, wir verlosen drei von diesen Büchern, aus denen jetzt gerade die Adele gelesen hat. Ich war mein größter Feind, also stellen Sie uns Fragen. Ja, Adele, also ich habe dieses Buch am Wochenende gelesen, am Samstag, ich muss gestehen, in einem durch, ich konnte nicht aufhören. Ja. Es ist so, ich habe das auch vorher schon gesagt, es ist für mich eine so wunderbare, bilderreiche Sprache, oder für mich sind beim Lesen unheimlich viele Bilder entstanden. Also ich kann dir wirklich nur gratulieren. Danke, danke, das ist sehr lieb, was du sagst, und es freut mich sehr, weil das, wie ich eben sage, Erinnerung ist ist auch etwas Spontanes. Du erinnerst dich ja in bestimmten Situationen auch nur an bestimmte Dinge. Ja. Also es wandelt sich. Und, ich mag Menschen, die bilderreich erzählen und die assoziativ erzählen. Nein, das ist wirklich gelogen. Aber wir haben so ein schönes Zitat irgendwie von Wilhelm von Humboldt. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Warum schreibt man eine Autobiografie? Naja gut, in meinem Fall, ehrlich gesagt, ich wäre nicht alleine auf die Idee gekommen. Also schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Also damals, 2015, hat man mich gefragt oder dann schon davor von unterschiedlichen Verlagen und so. Und natürlich hat man mich auch gefragt, weil ich sichtbar bin, weil ich Tatortkommissarin bin, weil das irgendwie so. Aber jedes Leben ist faszinierend. Das weiß ich vom Theater auch. Das sind ja auch Biografien, die man da so in einem geschlossenen Kosmos erzählt. Das ist ein interessantes Zitat. Nur wenn man in die Vergangenheit schaut, hat man eine Zukunft. Das ist sehr überspitzt ausgedrückt, aber die Zukunft kann sich verändern, wenn man in die Vergangenheit schaut. Und das sollte man zumindest in den großen historischen Blöcken auf alle Fälle tun. Also, und ich glaube auch, dass jetzt so in eine seltsame Zeit, wie wir jetzt erleben mit dieses Virus, was uns ja schlagartig eine andere Zukunft bescheren kann und auch schon tut, ist es wichtig, auch wieder so eine Einkehr zu machen und darüber nachzudenken, was will ich eigentlich von der Zukunft? Mhm. Und deswegen habe ich diesen Titel auch so gewählt, weil wir wollen ja leben, wir wollen weiterleben und wir wollen gut weiterleben und wir wollen eben durch diesen extremen Cut, den wir machen mussten, haben wir doch festgestellt, dass wir vieles nicht brauchen. Mhm. Wir brauchen soziale Kontakte, wir brauchen ein Dach über den Kopf, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen aber nicht unbedingt jedes Meeting an dem Ort zu vollziehen, der angesetzt wird. Also wir müssen jetzt nicht, weiß ich nicht, wie oft in den Flieger steigen und wir brauchen saubere Umwelt. Und darum geht es jetzt, glaube ich. Das müssen wir jetzt in Angriff nehmen. Mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Zukunft und wir. Ja. Weil man spricht immer so gerne abstrakt von der Zukunft, aber die Zukunft sind wir. Ja, klar. Und dieses,
dieses lustvolle, dieses lustvolle Bild, das man als junger Mensch hat, wenn man in die Zukunft schaut und wenn man so sich ein Bild kreiert von seinem eigenen Leben, das brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir, es ist natürlich, ich will jetzt nicht völlig naiv und blauäugig auch argumentieren, es ist eine schwere Zeit und es bleiben jetzt so viele auf der Strecke, was wirklich gemein und schmerzlich ist. Aber wir werden alle wieder aufstehen und es wird uns auch wieder gut gehen. Da bin ich auch sicher. Aber wenn ich jetzt nochmal so auf dein Buch, gerade dieses Thema der Gemeinsamkeit, das ist mir auch sehr oft in deinem Buch aufgefallen und das habe ich natürlich auch herausgelesen, wie wichtig dir das ist. Trotzdem dann immer wieder zu dem Titel zurückkommen, ich war mein größter Feind. Ja, das ist ein eigenartiger Titel, gell? Also hast du dich wirklich, also so jetzt im Nachhinein, bist du dir selbst im Wege gestanden, nehme ich an? Oder wie jeder Mensch und ich glaube auch wie jedes Mädchen dann noch einmal mehr, ich glaube, dass weibliche Wesen mehr dazu neigen, sich selbst im Weg zu stehen, bin ich mir extrem im Weg gestanden. Es hat viele, viele Gründe, warum ich mich so verrannt habe, warum ich mich in so eine seltsame Depression verrannt habe. Ich habe um diesen Titel gekämpft, weil eigentlich war so der Arbeitstitel Weitergehen. Was für mich auch sehr wichtig ist, Weitergehen. Also gehen an sich generell, die Fortbewegung, ich gehe sehr gerne, zügig. Aber auch weitergehen, dieses Aufstehen und weitergehen, dieses und dieser Feind, wir neigen immer dazu, andere verantwortlich zu machen für bestimmte Vorgänge in deinem eigenen Leben oder weil du das gemacht hast, kann ich jetzt nicht so und da. Also nein, ich habe mir gedacht, schau mal wirklich auf dich, schau, und das habe ich immer wieder auch so eine Zwischenschau gemacht. Schau auf dich, wo bist du, wo stehst du, löst du von all den Dingen, die du dir vorgestellt hast, auch das ein? Bist du auf dem Weg, bist du auf dem Ding? Und habe dann festgestellt, dass ich war mein Feind. Und der Feind auch natürlich, weil ich einige Suizidversuche unternommen hatte und nämlich einige, und da kann man dann schon sagen, also ich war mir feindlich gesinnt. Aber trotzdem hast du ja immer wieder diese Kraft, eben dieses Thema Weitergehen hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, und man muss ja auch eine wahnsinnige Kraft entwickeln, auch als junger Mensch, ja, in der Situation und dann auch wieder weiterzugehen und zu sagen, okay, das lasse ich jetzt hinter mir und ich gehe weiter. Ja, das liegt auch, also die Kraft, das zu tun, hat mir die Kunst gegeben. Also das war alles, was ich mag es, Situationen auch zu abstrahieren. Also etwas abstrakt zu betrachten. Dadurch wird es leichter zu verkraften auch irgendwie. Oder man sieht Dinge, die man vorher so nicht entdeckt hat, möglicherweise. Und das kann die Kunst. Die Kunst kann dich, du kannst dich mit der Kunst aus dir rausnehmen, einen Moment, und kannst auf dich, auf die Welt, auf alles mit einem lustvollen Auge, mit einem liebevollen Auge schauen. Und das ist eigentlich das auch, was du gelesen hast. Kunst ist gleich Energie letztendlich. Energie. Ja. Also das ist auch etwas, das ist Nahrung, das klingt, ich wollte auch nicht, dass das so ein Kunst können sich nur Menschen mit einem Portemonnaie, mit einem dicken Portemonnaie leisten. Nein. Es ist ja schon, wenn man
mit offenen Augen durch eine Stadt oder durch die Natur geht, ist das ein künstlerischer Moment, ein künstlerischer Akt. Musik, alles, was alles, das verstehe ich unter Kunst auch. Ja. Ja. Und natürlich auch das Miteinander, das uns auch jetzt auch so sehr gefehlt hat, dieser Austausch. Ja? Ja. Weil es ist ja nicht nur das Performen, die performative Kunst, was auch immer, sondern Nein. Es gehört ja dazu, da, weil das fehlt mir ja auch so, ja, dass da kein Publikum sitzt. Ja? Nein, aber dieser, also das ist ja, und da bin ich froh, dass da jetzt irgendwie was weitergeht und dass das auch endlich gesickert ist, glaube ich, durch diese vielen Proteste jetzt auch, dass das entweder auch als Einstellung mal in die Köpfe der Politik ein bisschen gesickert ist, oder ich hoffe es zumindest. Ja, ja, das ist ja die immer, man glaubt immer, Kunst ist etwas, was man sich eben, wie gesagt, leisten muss. Das kommt dann im Grunde dann immer erst am Ende. Ja? Weil das erstmal mal, natürlich ist, wenn wir jetzt mit Krankheit zu kämpfen haben, dann ist natürlich das Wichtigste, zu überleben, gesund zu bleiben und voranzugehen. Aber in dieser Zeit dieses Zurücktretens, dieser Abgeschottetsein, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben gelesen, wir haben Filme geschaut, wir haben Künstlern zugeschaut, die in ihren Wohnzimmern uns Lieder gesungen haben, vorgelesen haben. Das haben wir gebraucht. Mhm. Wir haben diese geistige Nahrung gebraucht. Ja. Und da sind wir nicht nur wir Künstler oder kunstaffine Menschen, sondern alle haben wir doch da angedockt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also. Gibt es irgendwelche, oder haben Sie schon Fragen, Otto? Und Otto, unser Regisseur, und überhaupt Heimo Korak möchte ich auch vorstellen. Sie sehen sie nicht, aber sie sind mit uns in diesem Studio und ich freue mich eigentlich jedes Mal, erstens mal, dass ich meine Mitarbeiter wieder sehe, ja, und zweitens, dass wir einfach Dinge ausprobieren. Gibt es irgendwelche Fragen, Otto? Ja? Von Gerda Liebenkübler. Liebe Adele, ganz liebe Grüße aus München, sendet dir Gerda. Nein, Entschuldigung, wo ist die Frage? Ich sehe keine Frage. Wie hat sich Ihr Umgang mit dem Tod verändert? Von Elisabeth Messerklinger, Berndl. Der Umgang mit dem Tod, ja, ich habe sehr viel über den Tod nachgedacht, eben auch dadurch, dass während des Schreibens an meiner Autobiografie meine Eltern und mein Bruder gestorben sind. Mein Bruder ist auch an Leukämie gestorben. Ich habe ihm noch meine Stammzellen gespendet und das hat nicht funktioniert. Ich habe interessanterweise plötzlich gemerkt, dass der Tod auch ein Freund sein kann, mhm, ein umarmender Freund. Ich habe meinen Bruder natürlich genauso wie seine Töchter und alle, die ihn lieben, schwer gehen lassen können, aber er hat so gelitten, dass ich den Tod für ihn als Erleichterung, als Erlösung empfunden habe. Der Tod ist gar nicht das Problem. Der Tod ist es nicht. Meine Eltern haben ihr Leben gelebt und Gott sei Dank und das ist so. Und es sind auch jetzt viel zu viele Menschen zu früh gegangen. Also auch wenn man sagt, die Älteren müssen wir schützen und manche konnten wir nicht schützen. Aber so unter dem Motto, sie wären ja eh bald gestorben. Also nein, jeder Tag, jede Stunde ist besonders, wenn diese Menschen uns... Aber trotzdem ist der Tod, wenn er nicht aus einem aggressiven Akt kommt, aus einem kriegerischen, aus einer Bedrohung, aus einem kriminellen Akt, ist er ein Freund. Mhm. Natürlich auch in dem Fall wirklich eine Erlösung. Ja. Auch, ja. 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 Ich habe
Noch ein Zitat, das war ein Tagebucheintrag von dir, ja, der noch dazu an meinem Geburtstag, möchte ich nur kurz so sagen. Jetzt weiß ich, wann du Geburtstag hast. Am 18. Mai 2000. Mir hat es einfach gefallen, dieses Zitat. Erstens mal, wie schön du schreibst. Ja? Eine schöne Schrift. Aber ich bin endlich alt genug, um jung zu bleiben, durchgestrichen sein. Ja. So schön. Ja, ich war, muss ich ehrlich sagen, so glücklich, wie mir diese Korrektur eingefallen ist. Jung zu bleiben, ist banal. Aber sein ist richtiger. Weil das stimmt fürs ganze Leben eigentlich. Also das ist etwas, abgesehen davon, dass mein Vater, der desto älter er wurde, umso kindischer er wurde. Das ist nicht der Einzige. Vielleicht werde ich das auch, aber es ist dieses, ich war als junges Wesen auch in einer komischen Ernsthaftigkeit, auch in so einer Verantwortung für so viele Dinge habe ich übernommen. Das hat mich auch überfordert. Dadurch bin ich dann auch, glaube ich, auch noch mehr zu mir feindlich eingestellt gewesen, weil ich mir nicht gerecht werden konnte in dieser Anforderung. Und habe dieses Jungsein nicht genug gelebt. Weil man hatte das Gefühl, wenn man das Buch liest, dass du in so einer, eigentlich sehr, sehr, du warst das absolute Wunschkind, es war ein sehr behütetes Leben. Deine Eltern haben natürlich schon eine verrückte Amour-Fou, kann man jetzt mal vielleicht so sagen, gelebt. Wir verraten nicht alles, oder? Wir verraten nicht alles, nein, weil das muss man ja lesen. Aber es ist natürlich eine sehr künstlerische Familie. Ja? Das geht jetzt von deinen Großeltern mütterlicherseits, die Maler waren, dein Vater Architekt. Also das ist schon von sehr viel Kunst umgeben, ja, dein ganzes Leben. Jetzt mal sehr banal gefragt, ja, siehst du da einen ganz besonderen Blick aufs Leben? Auf der einen Seite quasi als Künstler und das Zweite, steht man da vielleicht dann auch als Kind ein bisschen unter einem Druck? Ja? Also das Zweite kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Im Gegenteil, also ich stand nicht unter Druck. Im Gegenteil, also durch meine Großeltern, und besonders durch meine Großmutter, die ja, obwohl sie Malerin war, von meinem Großvater zu hören bekam, sie haben beide an der Akademie für Bildende Künste studiert und eben beide Maler. Und er sagt dann irgendwann zu ihr, es kann nur einen Maler in der Familie geben und das bin ich. Okay, gut. Also sie hat es geschluckt und sie war bis zum Schluss mit ihm verheiratet. Sie hat Gobelins gewebt und hat aber auch Kasperlfiguren gefertigt und hat mich also dadurch auch sehr inspiriert und genährt, enorm. Also das war, und meine Eltern und auch meine Großeltern haben mich sehr geliebt. Also ich war eigentlich sehr getragen, aber halt, es hat eben dadurch, dass meine Eltern diese Trennung dann irgendwann vollzogen haben und das hat mich ausgehebelt. Das hat mich mehr verletzt, also es hat mich mehr verwundet, als ich gedacht hätte. Und ich wollte stark sein und ich wollte sie nicht noch zusätzlich belasten. Und ich dachte eigentlich, wie verrückt man ist als Kind, dass es möglicherweise meine Schuld wäre, dass sie sich trennen und so. Also es ist ganz, ich habe keine Therapie bekommen damals. Das war noch nicht so. Hätte ich öfter vielleicht gesagt, dass ich Hilfe brauche, dass ich anstehe, dann hätte
Ja, was aber man nicht alles. Aber da war schon wahrscheinlich die Schauspielausbildung, die du ja sehr früh begonnen hast, ja, mit 16. Ja. Ja, war natürlich auch ein Anker wahrscheinlich für dich. Das war, also es war, danke, dass du mir hilfst, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe da gerade den Faden verloren. Es war so irgendwie, ich wusste sehr, sehr früh, dass ich Schauspielerin werden will. Hm. Weil, also ich glaube, jeder Mensch möchte geliebt werden, aber ich wollte noch ein bisschen mehr geliebt werden. Ich hatte so ein wahnsinniges Liebesbedürfnis. Und wenn ich Menschen zum Lachen gebracht habe, hatte ich das Gefühl, wenn sie lachen, dann lieben sie mich ein bisschen mehr. Mhm. Und das war irgendwie, ja, da wusste ich ganz früh, dass es mir ganz gut gelingt und dass ich da offensichtlich auch eine Begabung habe. Also jetzt nicht nur im Humorvollen, sondern überhaupt reinzuschlupfen, auch in andere Charaktere. Das hat mir geholfen, Abstand von mir zu kriegen. Und das war mein Ventil. Das war, auf der anderen Seite mag ich aber auch nicht die Schauspielkunst, ich nenne sie jetzt bewusst Schauspielkunst, als Psychotherapie bezeichnen, weil das sind schon zwei Paar Stiefel. Also das ist dann... Aber es hilft. Hättest du früher auch schon dieses Zitat, dass du, das dann auch so gegen Ende deines Buches kommt, ich kann und will nicht mehr leise sein? Ja. Ich glaube, das hättest du früher aber auch gesagt, oder in jungen Jahren? So wie ich das herauslese. Naja, es ist, ich war in vielen Situationen gar nicht leise. Gar nicht leise. Und manchmal wäre es besser gewesen, ich wäre leise gewesen. Aber gut, das sind Dinge, die man, ja. Ich meine, dass ja dieses, ich habe das auch auf politische Ausrichtungen gedacht auch. Also es reißen viele Leute den Mund sehr weit auf und sind sehr laut hörbar. Und das ist meistens eine sehr unangenehme Ausrichtung, politisch gesehen und auch menschenverachtend und so. Also wenn ich so an Trump denke oder so, der sollte vielleicht mal ein bisschen leiser sein. Danke, ja. Und ich dachte, dass wir, die wir ein bisschen anders denken, oft zu elegant leise sind. Wir sollten vielleicht elegant lauter werden. Das ist schön, ja. Haben wir noch Fragen, Otto? Nein, aber viele Zustimmungen. Viele Zustimmungen. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema die Zukunft und wir, was glaubst du, was kann die Zukunft für uns als Gemeinschaft jetzt wirklich noch bedeuten? Ja, ich glaube, dass also das, es ist jetzt eine ganz, ganz große Chance für eine gesunde Zukunft, nicht nur im körperlichen Sinn, sondern auch im geistigen Sinn und auch im sozialen Sinn. Wir haben gesehen, wie viel wir ausgelagert haben an Verantwortung für unsere pflegebedürftigen Personen. Wir müssen Rumänen einfliegen oder einfahren lassen mit Zügen, damit sie sich um unsere alten, bedürftigen Leute kümmern. Wir sind durch die Gegend geflogen und haben die Umwelt verpestet. Wir haben jetzt durch dieses Virus gemerkt, wie herrlich es ist und wie schnell sich die Natur regeneriert, wenn wir ein bisschen weniger verpesten, auch mit Autoverkehr, mit Flugzeug und so weiter. Wir müssen nicht mehr so weit reisen. Wir können das schon tun, aber dann mit einer anderen Perspektive, wenn wir wie wir unsere Urlaube verbringen, wie wir auch einen aggressiven wirtschaftlichen
Umgang gehegt haben. Das wären die Dinge, die ich hoffe, dass wir da ein bisschen zurücktreten. Was mir jetzt sehr weh tut, ist, dass so viele, die eben schon diesen Weg eingeschlagen haben, gerade entweder sehr kämpfen oder es jetzt nicht überlebt haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass es wieder aufwärts geht und dass wir das wieder ankurbeln können, aber in der Hoffnung, dass wir nicht diesen absurden, menschenverachtenden wirtschaftlichen Umgang. Aber schon Wahnsinn, ich meine, da gibt es Greta Thunberg. Ja. Weil man hört ja jetzt nichts, wie geht's ihr wahrscheinlich, hoffentlich jetzt, wie geht's ihr? Aber die kommt und plötzlich kommt dieser Virus auf uns zu. Das ist doch alles schon sehr, sehr bezeichnend, finde ich. Was glaubst du, was denkt Greta jetzt? Naja, vielleicht ist sie eine kleine Hexe, meinst du? Nein, es ist nur, ich glaube, dass das einfach Themen sind. Das ist, ich meine, wir haben dieses Virus hat ja seinen Ursprung, wo auch immer ganz genau. Das ist auch interessant, wie viele Menschen sich eigentlich darum bemühen, jetzt nicht einen Impfstoff dafür zu finden, sondern sich schon vorher bemühen, um herauszufinden, woher das kommt. Ja? Aber das ist ein Thema. Es ist ein Thema. Es trifft alle, ob arm, ob reich, ob bösartig, ob gutwillig, ob sozial, unsozial. Also es trifft jeden. Mhm. Und das ist etwas, also es ist ein gerechter Virus. Nein, auch nicht. Das ist total ungerecht. Das ist ja ein völliger Quatsch, ja, was ich da erzähle. Aber das ist, wenn man live ist. Aber es ist irgendwie... Nein, es macht... Ich freue mich auf das, was jetzt da kommt, weil ich glaube, dass es schon etwas in uns getan hat. Mhm. Es hat sich etwas verändert. Ich meine, natürlich sind die Menschen schnell wieder beim Alten. Man will ja auch sich wieder so bewegen können, das verstehe ich auch. Es geht mir ja genauso, ich will auch euch alle umarmen. Alle. Aber noch nicht, wir warten noch ein bisschen. Sind noch vernünftig, halten noch Abstand, weil es könnte noch irgendwas sein. Aber es hat etwas getan. Könntest du dir vorstellen, noch, also denkst du noch über ein weiteres Buch nach auch? Oder? Nein. Nein, gut. Ich denke natürlich über ein weiteres Buch nach, aber das muss etwas ganz was anderes sein. Und es wartet jetzt so viel Arbeit auf mich, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es so auch... Apropos Arbeit, wir haben ja eine Frage hier. Ja. Gerda Liebenkübler, jetzt stelle ich doch eine Frage. Was denkst du, dass die Lesungen weitergehen? Wann denkst du? Ja, ich hoffe, dass sie bald weitergehen. Also ich meine, es ist ja jetzt schon auch mit Theater... Jetzt warten wir mal so ab, wie sich so die erste Öffnung so entwickelt. Keine Sorge, diese Bücher, die bleiben da. Und Lesungen, die werden bald. Also ich habe jetzt schon am 25. Juli bei Glatt und Verkehrt. Ach, schön. Werde ich lesen, mit meinem Sohn zusammen, mit der Band. Genau, das wirst du ja hier auch machen, weil wir wollten das ja machen. Ja, das wollten wir und das werden wir auch hier machen. Es kommt in der nächsten Session, kommt das. Und vielleicht ganz kurz so zu deinem Sohn, das ist auch es ist einfach wunderschön, wenn man euch beide und mit seiner Band Edi Nulz auf der Bühne sieht. Ja, für mich ist es das Schönste. Ich habe natürlich schon... Bevor Julian mich gefragt hat, habe ich schon lange darüber nachgedacht. Es wäre eigentlich toll, wenn wir was gemeinsam machen würden. Aber ich habe mir gedacht, ich warte, bis er mich fragt.
Haben wir gedacht, na, wann fragt er mich jetzt endlich? Aber nein, er hat mich dann doch ganz schnell gefragt. Und ich bin sehr glücklich. Also es ist, es macht, die drei sind einfach ein super, super Trio. Es ist eine super Band. Edi Nulz, Sigmar Brecher an der Bassklarinette, Valentin Schuster am Schlagzeug und Julian Adam Peusch, mein Sohn, an der Gitarre. Und sie machen also geniale Musik. Und das, ich hätte nicht gedacht, dass selbst mit meiner Autobiografie, dass sich das so gut bindet, dass sich das so, dass das so, ja, es ist einfach, sie sind großartig. Also das wird einfach, da wirst du aus deiner Autobiografie lesen. Bei euch? Genau, bei uns hier. Ja. Ne? Ja, das ist die Lesung eben dieses Buches. Also wir freuen uns sehr. Jetzt frage ich nochmal, gibt es irgendwelche noch weitere Fragen? Adele. Ja. Es geht so schnell vorbei. Es geht so schnell, aber es ist schon wieder eine halbe Stunde. Mein Gott, wie Viertelstunden immer lang sein können. Es war so schön, dass du da warst. Danke. Und es geht ja jetzt hoffentlich bald weiter auch mit den Drehs. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also wir haben ja den Tatort unterbrechen müssen. Wir haben da fast auf der Hälfte. Also es fehlt uns noch was. Ja, vielleicht machen wir dann, wenn der ausgestrahlt wird, machen wir so ein Gewinnspiel. Was ist vor Corona und was ist nach Corona gedreht worden? Es wäre dann auch interessant. Das ist gut, ja. Sehr gut. Nein, liebe Adele, danke. Das ist immer eine Freude mit dir zu reden. Ja, es hat Spaß gemacht. Schön. Danke dir vielmals. Und danke Ihnen. Ja, wir sind morgen nämlich auch wieder live. Wir haben morgen unsere Programmpräsentation um 14 Uhr. Schauen Sie sich das an. Wir werden auch jemanden zu Gast haben, das verrate ich aber nicht. Da müssen Sie zuerst um 14 Uhr dabei sein. Und unsere nächste Mutviertelstunde ist am 3. Juni, stimmt das, Otto? Ja, 3. Juni um 17:45 Uhr. Und wir haben zu Gast Brian Banner von The Earl Kings. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Haben Sie noch einen schönen Abend. Ist das danke. Jetzt, das Buch, ist ja, haben jetzt welche gewonnen? Irgendwie? Das kriegen ist, das wird dann jetzt verlost, ja, und sie kriegen über Message, ja, oder PN, wie man so schön sagt, PN, ja, bekommen Sie Bescheid, ob Sie ein Buch gewonnen haben oder nicht. Also, schönen Abend.